Nein. Seine Geschichten über die bayerische Lebensart sind legendär. Wann hat denn der Thoma das geschrieben? Hat sich nichts geändert. Ludwig Thoma ist der wohl bekannteste Heimatdichter und Dramatiker. Zu seinem 150. Geburtstag zeigen wir seine amüsantesten Verfilmungen. Ja, warum sagst du das nicht gleich? Der Ludwig-Thoma-Abend am 21. Januar ab 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz.